brauchen nur noch das Geschenkpapier. Zu kurz, das passt nicht. Na, können wir anderes nehmen. Ein Ding! Das langt auf jeden Fall. Ja. Stopp! Meine Haare! Tada! So, jetzt nur noch auf Weihnachten warten. Ein Geschenk. Oder Ostern eingepackt. Na, packen wir ja schon Ostern aus. Jetzt nur noch auf Weihnachten warten. Welchen Tag haben wir denn heute? Shred? Hey, lass mich aus! Ah! Ist da wer? Hallo? Lass mich raus! Hallo? Ah! Fred, wo bist du? Ich mach mal wieder was. Geschenke auspacken. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Wir nehmen mal ein Geschenk und dann packt man das aus. Was könnte da wohl drin sein? Oh, Red! Red ist drin! Oh, Red! Wie lange hast du nicht geduscht? Das riecht man. Und go! Ah! Kids! Ja, herzlich willkommen zu My Little Pony Gameplay, zu einer weiteren letzten Folge dieses Jahr. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und was machen wir denn heute Schönes? Ja, Renwood. Ja, Renwood. Super. Ja, was machen wir als erstes? Wir machen jetzt erstmal Freunde begrüßen. Und hier ist der Code 357BE2. Dankeschön. So, und wenn ihr mich adden wollt, ist hier 0B817F9. Ja, das war mein Code. Ihr könnt mich adden und dann werdet ihr hier begrüßt. So, neues Update. Ja, das war schon eine Woche, zwei Wochen her. Tja, dann gucken wir uns mal kurz das an, was da los war. So, da hat's mal gedownloadet, das Ding. So, jetzt schauen wir mal.
was da vor einer Woche los war. So. Ja, die Nirik und Kirin Updates hier. Ja, das war ganz toll. Und dann kommt noch diese Woche diese neuen Sachen. Und natürlich, mir kann diese Empfindlichkeit einstellen am Monitor oder halt dieses Scrollen in diesen Ländereien. Das kann man schneller und langsamer stellen. Genau, das gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, das ist auch ganz interessant gewesen, dass man das verändern kann. Und natürlich diese drei Tier-Range-Dinger, Schafe, Schweine, Hasen, die sind jetzt Gems-Shops. Das ist natürlich auch cool. Ich bin nämlich fast schon so weit, dass ich alles hochgespawnt habe. Und ja, dann können wir die auch noch umwandeln. So, jetzt gucken wir uns mal das ganze Ding an. Wir können hier mal schneller stellen. So. Dann gucken wir uns mal das. Ja, das ist schon einiges schneller. Ja, das geht schon schön ab. So, das merkt man auch. Aber ich glaube, das ist zum Gucken für euch nicht so gut. Deswegen stellen wir das mal so Mittelstellung oder ganz nach unten. So, das ist schon angenehm für euch. Ich denke mal, für das Video ist das besser. Ja, und Dankeschön für die Kisten. Vielen herzlichen Dank. So, immer fleißig Herzchen, Kisten schicken. Und natürlich habe ich noch auch bei mir noch ein paar Kisten geöffnet. Und natürlich, da gab es auch noch coole Shops. Ja, das ist auch mit dem neuen Update passiert, dass es da neue Ponys zum Gewinner gibt. Und natürlich Shops, Gems-Shops natürlich auch. Da ist auch ein Gems-Shop dabei. Das war natürlich hier richtig cool. Ja, das freut mich, dass sie da ein paar Sachen mal wieder reingemacht haben. Ja, sehr interessant. Und natürlich das erste Gebäude. Hilfsladen. Können wir mal hier pflanzen? So. Ah, das hat 15 Stunden. Okay, da müssen wir ein bisschen warten. So, da ist er. Und 5 Stunden, 30 Minuten kriegen wir dann immer wieder Münzen. So, und die Rainbow Dash. Da haben wir echt einiges geleistet jetzt bis 1 Uhr nachts. Ja, Platz 45. Das sind noch ein paar Sekunden, bis es dann soweit ist. 30 Sekunden noch. Ja, Platz 1. Ne, da hat man gar keine Chance. So, ein paar Sekunden noch. Ja, im Forum gab es da Diskussionen, ob es da nicht ein paar Cheater gab. Ich muss euch sagen, ja, wenn welche bis 1 Uhr wach sind und noch überholen bis an der dazu mal, würde ich mal sagen, nee. Ich bin auf jeden Fall einer, der wo nicht gecheatet hat. So, die anderen weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall hier ist die Rainbow Dash. Ja, herzlich willkommen in Ponyville Rainbow Dash. So, jetzt gucken wir uns gleich mal die Rainbow Dash an, wie die aussieht. Oh ja, super. Super Sonic Rainbow Dash. Cool. Dass es da ganz tolle Versionen gibt, das ist ganz interessant. Eine mit Brille und dann gibt es da noch so andere. Ja, das ist immer cool. Freut mich. Oh, da tanzt sie. Super. Ja, und natürlich haben wir hier noch mal das kleine, ich glaube Pumpkin Cake oder was? Hammer gewonnen. So, ja, herzlich willkommen auch du. Future Pound Cake. Ah, Pound Cake. Entschuldigung. Ja, Pumpkin Cake und Pound Cake. Ah, da ist er erwachsen. Oder jugendlich. Aber coole Frisur natürlich wieder. Future Pound Cake.
Und da ist er. Und die Mami ist auch da unterwegs. Und winkt er noch? Nö, winkt nimmer. Okay, dann winkst halt du nicht mehr. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn da Tolles? Wir machen natürlich jetzt Weihnachten. Weihnachtumstellung. So, und natürlich die Kirins sind ja ganz fleißig hier mit dem neuen Update gekommen. Ganz viele neue Kirins, wo man freischalten kann. Und dann bekommt man da nochmal so ein anderes Kirin dazu. Ja, und natürlich beginnt jetzt unser Event. Viel Spaß! Ja, 10 Tage Event. Erstmal die Twily schicken. So, 3 Minuten müssen wir die schicken. Und schau doch mal hier die ganzen Kirins, was man da denn alles machen kann. Oder Kirin Applejack. Kirin Fluttershy. Kirin Pinkie Pie. Und Kirin Rainbow Dash und die Rarity, Twily und so weiter und so weiter. Schauen wir mal. Nirix gibt's da auch noch dazu von den Versionen. Und so ein bisschen Weihnachtsdeko. Ja, wir sind so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Ich habe ja schön jetzt die die ganze Landschaft jetzt schon weihnachtlich dekoriert. So, und wir gehen ins Community und los geht's. Erster Community-Boss. Ist ja ganz interessant, dass wir jetzt alle Helfer haben. Das müsste eigentlich ein Kinderspiel geben, hier durchzukommen durchs Community. Und die Twily ist fertig. Der Kirin in uns. So, als nächstes wieder die Twily schicken, denke ich nochmal. Ah, 5 Minuten Twily schicken. So, jetzt gucken wir uns mal die ganzen Sachen an. Ja, versteckte Eingang. Edelsteine. 15 Stück. Kirin Brunnen gibt's da. Garten mit. Okay. So ein Garten gibt's da. Ein Kirin mit einer Maske. Nirik Cadence. Das sieht cool aus. Und Kirin Cadence. Oh ja, supi. Ja, das scheint mir so zu sein, dass man erstmal diesen Nirik kriegt und dann kann man diese normale Cadence in Kirin-Form freischalten. Thank you.
So, der erste Boss. Ein Nierig. Oh, yes, das nein. Schau doch mal an. Alle Helfer. So, Applejack, Nierig. Kampf. Und gewonnen. Versteckter Eingang. So, jetzt wird nochmal erklärt, wenn man einen Helfer hat, was man denn da alles boosten kann und so weiter. Ich denke mal, das wissen wir alle, wie das geht. Ja, 50 Schergenstärke. Und dann geht's weiter. So, jetzt geht's los. Kampf, Kampf, Kampf. Und natürlich mal versteckter Eingang. Jetzt mal hier von diesen Nierix einpflanzen. So, dale. Deko. Ja. Ist Deko. Aber das ist cool. So, Stärke 38 und los geht's. Da waren wir recht flott jetzt. Weil wir ja schon einen Helfer haben, die Fluttershy als Helfer. So, Rainbow Dash besiegt. Und 15 Edelsteine. Und 45 Schergenstärke. Und dann geht's weiter. So, jetzt müssen wir natürlich hier noch einmal ein bisschen hier um uns mal noch den Überblick zu verschaffen, was man denn alles hier bekommen kann. So, erstmal diese 6 Nierix und Celestia und Luna Nierig. So, und dann kann man hier diese Tierins kaufen. Danach. Und natürlich auch Luna und Celestia als Nierig. Und wenn man jetzt da draufklickt, dann wird man zum Shop verwiesen, dass man erstmal diesen Nierig kaufen muss in dieser Rainbow Dash Version. Und dann kann man den umswitchen. So, gucken wir uns mal an. Jawohl. Da wir jetzt diese Rainbow Dash Version in Nierig. So, die müssen wir natürlich zuerst kaufen und dann kann man erst die normale Version kaufen. Dann ist die erst freigegeben. Genauso auch bei Applejack genau das gleiche. So, 900 für die Applejack in Nierig. Und unser erstes Outfit für unseren Spiky Wacky. So, guck doch mal mit der Mütze. Und so einem Kragenhemd. Ganz witzig. So, ich habe mich gewagt ins Community. Und wir haben jetzt Platz 72. Gucken wir mal. Ja, wir müssen ja noch ein bisschen spielen. Gucken wir mal, auf welchem Platz wir jetzt gelandet sind. Nach diesen paar Spiele. Blatt 1. Ui, ui, ui. Ah, hier ist es neu. Und ich habe ja noch einer, wo ich spielen kann. Ja, ich denke mal, dieses Mal werden wir es definitiv schaffen.
diesen Nierig als... diesen Nierig zu gewinnen. So. 80 Stärke. Und los geht's. Boss Nummer 2. Oder schon Nummer 3? Ja, ich glaube, das war Nummer 3. Entschuldigung. Kirin Brunnen. So, Schergenschärge 40 und dann geht's weiter. Jetzt gucken wir uns mal die Sachen an hier. Kirin Brunnen. Oh ja, der ist schön. In Regenbogenfarben. Sehr toll. Da ist nichts rausgekommen. Was? Ein Gemshop? Oh! Also die zweite Kiste und schon den Gemshop rausgeholt. Oh, das ist schon krass. Habt ihr das gesehen? Ein Gemshop? Oh. Was? 3 Minuten? Oh, Jesus, nein. Sollen wir noch so lange warten? Ah ja, gut. Ja, erstmal der Baum hier mal wegmachen, dass man hier ein bisschen mehr sieht. Und dann gucken wir mal in 3 Minuten wieder hier rein. Ja, schau doch mal. Die sind schon ganz gespannt, was da rauskommt. So, guck doch mal. Ja, ein Gemshop. Guck mal. In Sweet Apple Acres. Ja, das ist immer richtig cool. Das ist cool. Zoohandlung. Ah ja, 2 Games in 12 Stunden. Ah, das ist mal cool. Dankeschön. So, 7,99 €. Unser kleine Kirin und Nierig. 9,99 €. Und nochmal 15,99 € für die 2 Stück. Und 89,99 €. Ja, das ist natürlich ein großes Schnäppchen. Für so viele Ponys. Macht natürlich voll Sinn, ne? Und nochmal 49,99 € für diese 6 Nierigs. Subi! Und natürlich hier gleich mal noch der nächste rausgeholt. In unserem Spiel hier. So. Das ist natürlich diese. Genau. Ihr habt es schon bemerkt, das ist natürlich dieses Pony, das mir geklaut worden ist. Durch dieses 10-jährige Jubiläum. Das war natürlich so ein richtig krasser Verlust. Weil ich habe jetzt schon ein paar im Shop gesehen, die sind nicht gerade billig gewesen. Der eine kostet, glaube ich, irgendwas mit 400 Diamante. Und die anderen 300 und nochmal 200 Diamante. Nee, so ganz cool war das nicht. So, der erste ist schon mal da. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen in Ponyville. Du warst ja schon mal da, ne? Bist du irgendwann zwischendrin mal ausgeflogen? Popart Pony, ja. Du laufst wieder. Oh, guckt's mal an, das kleine Ponyle. Und so schöne rosane Haare hat der Kleine. So.
guckt's euch an, der kleine Paulile. Oh, da winkt er schon. Der freut sich schon, dass er landet auf in Ponyville. Ja, herzlich willkommen in Ponyville, natürlich, müssen wir uns jetzt sagen hier. Guck mal, wie sie sich alle freuen da außenrum. Boah, das tut Subi Winter Komet. Oh. So ein niedlicher kleiner Dinger. Da läuft er. So, winke du da nicht. Okay. Oh, die nächste Steige 234. Und los geht's. Nächster Boss. Und geschafft natürlich. Garten mit Bohlenatem. Und da ist er. 6 Stunden und weiter geht's. Schenkstärke. Und dann geht's weiter. Noch 7 Tage, 19 Stunden. Ja, da haben wir noch eigentlich viel Zeit, ne? So, das nächste Outfit haben wir jetzt freigeschalten. Unser Spiky Wiggy. Oh, ein schwarzer Hut mit rotem Band. Sieht ein bisschen aus wie Graf Dracula, sowas. Graf Dracula. Sehr interessant. Und unser Fohlenatem. 7 Stunden und 500 Münzen. Da guckt es euch mal an. Durch die Range Shine. Und wir haben 800 Diamanten zusammen. Und natürlich, was müssen wir machen? Natürlich kaufen. Yeah. Das dürfen wir uns nicht aus dem... dürfen wir uns nicht von den Lappen lassen hier. So, guck doch mal die Rainshine an. Oh, cool. Dürfen wir echt nicht ihn gehen lassen. Sowas. Natürlich war das Pflicht zu kaufen. Egal, die 800 Diamanten. Hauptsache die Rainshine kriegen wir. Das wäre wahrscheinlich irgendwann ein Sonderangebot ultra günstig gewesen, aber egal. Wir müssen jetzt alle Kirins horten. Wir brauchen einen kleinen Kirin-Stamm. Ich glaube, das werde ich unten irgendwann mal noch so ein kleiner Kirin-Stamm machen. Da ist sie. Und natürlich 80 Diamanten. Okay, das waren dann halt keine 800 Diamanten, dann waren es halt 720. Aber. Ja. Ich glaube, die Rainshine war eigentlich sehr selten im Shop. Und natürlich als Helfer 494. Und los geht's. Müssen wir gleich natürlich einsetzen hier. Dass sich das auch gleich lohnt. Kirin Phantom.
So, dann nächste 30 Schergenstärke. Und dann geht's weiter. Und natürlich müssen wir hier unser schönes neues Kirin. Ich verwechsel die immer. Einpflanzen. Ja, herzlich willkommen in Ponyville, natürlich. Und da freuen sie sich alle. Ja, ich glaube, so langsam wird es eng hier oben. Ich glaube, wir müssen echt mal noch so ein kleines Plätzchen anlegen. Da guckt sie mal an. Da winkt sie. Ist zwar der falsche, aber egal. Hauptsache eine winkt von den Nieriks. Kirins? Nieriks? Oh, dankeschön für die Kiste. Es hat leider ein Pony auf den Kopf getroffen. Aber okay, dankeschön. Und das nächste. Das nächste haben wir freigeschalten. Oh, das ist cool. Ja, das Update ist richtig cool. Ja, herzlich willkommen in dem Ponyville natürlich. Da, guck doch mal an. Uiuiui. Sehr toll. Ja, zu Weihnachten ist es natürlich richtig nice, so viele Ponys rauszuholen hier. So, und Spiky Bikey, das dritte Outfit. Oh, Phantom der Oper mäßig. Yeah. Sehr toll. Und 852 Stärke erreicht. Und dann ist der Boss. 3 Tage, 19 Stunden. Und geschafft. Nierik Cadence. Das ist krass. So, 25 Schergenstärke und weiter geht's. Jetzt gucken wir uns mal die Cadence in Nierik an. So, jetzt pflanzen wir mal das da oben hin. 3 Stunden. Ja, herzlich willkommen in Ponyville. Unsere Cadence. Oh, guck dir mal an. Ah, die hat eine schöne Farbenpracht. Schöne flämmliche Farbenpracht. Ja, und da kann man auf jeden Fall umschalten, aber ne, das geht noch nicht. Da müssen wir erst die normale Cadence noch haben. In Kirin-Form. So, guck doch mal an. Ich habe jetzt hier unten schon mal ein bisschen was angelegt. Die ganzen tollen Gebäude. Da sind die ganzen Kirins. Und da sind die kleinen Hirschlis. Und da unten habe ich dann die Cadence. Noch ein Laden. Ja. Polenatem. So, da ist dieser geheime Eingang. Hat es schön angelegt. Ja, unser Kalender Nierik, Kirin, Entschuldigung, auch freigeschaltet. So, gucke mal.
Da kannst du gleich mal hier in das neue angelegte Kirin-Bereich hier einfliegen. Ja, herzlich willkommen in Ponyville. Euch mal an, da freuen sie sich die ganzen Kirins und Nierix, Nierix, Entschuldigung. So, da haben wir das schon ein bisschen mehr angelegt da unten. Und das letzte Outfit von Spikey Da guckt euch mal an. Der kleine rote Feuerdrache oder wie? So, geschafft. Ja, Hotel Pony auch noch rausgeholt. Ja, da habe ich leider ein bisschen diese ganzen Scooter-Dinger da gesammelt. Das hat dann nicht so richtig geklappt mit gelber Chance. War das sehr, sehr schwer. Musste ich halt jetzt überspringen. Aber ich habe es Gott sei Dank noch vor Schluss rausgeholt. So, ja, herzlich willkommen in Ponyville. Professor. So läuft es. Und letzter Boss. 1284 Stärke. Yeah. Und geschafft. Boah, Kirin Cadence. Kistenkampf, Kistenkampf, Kistenkampf und noch 2 Tage Zeit. Und schaut euch mal die Cadence. Hey, wo bist du? Cadence, hallo. Ah, da. Cadence. So, jetzt können wir hier mal auf Verwandeln drücken. Hä? Okay. Hier ist die Cadence in Kirin. Da ist sie. So. Und jetzt ist die Nierig. Und nochmal in Cadence. Normal. Kirin. Ja, danke schön für die Kisten. Ganz viel herzlichen Dank. Ja, ihr wart ganz fleißig am Weihnachten. Dankeschön. Ja. Vielen herzlichen Dank. Und natürlich das Pony müssen wir uns auch noch gönnen. Das uns jetzt noch schon die ganze Zeit gefehlt hat. So, jetzt sind es nur noch 2 Ponys, die uns fehlen, die uns der letzte geklaut worden sind. Ja, da sind sie halt wieder. Ah, müssen wir noch 2 rausholen. Ja, herzlich willkommen in Ponyville.
ist er wieder. Naja, ich konnte es jetzt nicht, echt nicht erwarten. Es gab ein Sonderangebot, Weihnachten. Da war er ein bisschen günstiger jetzt. Naja, auch teuer, aber Hauptsache ist wieder da. Hallo. Yeah. Dancing, dancing. Da sind sie jetzt, die zwei. Ja, geschafft. Story beendet. 30 Diamanten bekommen. Und ein hierin. Und ein Gebäude. Und nochmal 20 Diamanten. So, jetzt pflanzen wir uns mal hier das Ding da ein. So, schaut euch mal an. Das ist diese Bühne. Und da fliegt er. Der Kirin. So, ja, herzlich willkommen in Ponyville. Kleiner Kirin. Grasgrüner Kirin. Okay. Du laufst, wo laufst du hin? Hey, nicht abhauen. Du musst schon noch Tschüss sagen zu den Leuten. Winke mal, Kerle. Ja, supi, schaut euch mal die ganze Sache an. Und besucht euch, besucht mich doch auf der Karte noch. Ihr könnt da unten ein bisschen gucken. Unten links sind die Kirins und die Rix und die Cadence, da ist auch noch die Cadence. Ja, ich denke mal, Weihnachten ist jetzt gelaufen für die meisten, bis das Video rauskommt. Oh, da winkt er sogar noch. Oh, der winkt noch zum Schluss. Ja, das war's mal wieder für heute. Schaltet dann nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt My Little Pony Gameplay. Und abonniert auch meinen Kanal. Dankeschön. Die Glocke aktivieren! Ja! Ende, Ende! Ja, und jetzt gibt's Party! Silvesterparty! Yeah, yeah, yeah! Yeah, Silvesterparty! Oh, stoppi, stoppi! Schaut mal an! Da tanzen sie! Das ist cool, ne? Ah, dancing, dancing! Party, Party! Schaut euch mal an da oben, da geht die Bühne ab. Da geht's ab, yeah, yeah, yeah. Ja, nächstes Jahr geht's weiter. Ich freu mich schon. Yeah. The battle star was off and on and sister got... Oh, und zu Weihnachten habe ich ein neues Handy gekriegt. Schau doch mal an, was hier los ist. Die Rainshine. Oh, guckt's euch an. Krass. Ich kann jetzt das AR machen jetzt endlich. Wie geil. Guck mal, wie krass das Ding aussieht. Ey, schau doch mal her. Guck mal. Ja, krass. Guck mal. Das ist geil. Neues Handy, wie geil. Danke an meine Frau, die hat das ermöglicht. Die hat mir ein neues Handy geschickt, gekauft. Das ist cool. Also nächstes Jahr wird's richtig geil. Ciao.